Moin Leute, was geht? Mein Name ist Tutoriscom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch ganz herzlich heute zu GTA 5 Online auf der Sony PlayStation 4. Und heute rede ich über die PS3 und über die PS4 und was eigentlich besser ist. Ja, was ist eigentlich besser? Das ist eine ganz gute und ernst gemeinte Frage, die ihr mir hier stellt. Was ist besser? Nun ja, die PS3 war eine schöne Konsole, eine zuverlässige Konsole, sie hatte einen Blu-ray-Player, aber die Grafik auf der PS3 war immer beschissen. So, ich hatte damals auch schon PC-Spiele gespielt und auf einem Billig-Laptop, auf einem ganz billigen Laptop, ganz scheiße, ganz beknackter Laptop und ja, hab dann halt da auch schon Spiele gespielt und da waren die Grafik viel besser, aber PS4 kannst du vergessen. Meine PS4 hat so viel Strom verbraucht, das gibt's gar nicht. Wenn ich 10 Stunden durchgezockt habe, dann hatte ich 4 bis 5 Kilowatt Strom verbraucht. 1,80 €. Würde ich jeden Tag so viel zocken, dann hätte ich da locker 150 Euro Stromkosten im Monat. Nee. Die PS4 ist da schon viel besser. Sie ist leise, sie ist smart, sie ist geil und sie produziert eine Grafik wie ein mittelstarker Laptop. Das ist schon fett. Mittelstarke Laptop-Qualität. Die PS4 ist endlich die Konsole, die ich mir so lange gewünscht habe. So lange herbeigesehnt habe. So lange, ja, gewartet habe. Natürlich hat sie auch ein Blu-ray-Laufwerk, sie hat alles. Natürlich, hey, PS4, hallo. Und man kann Sprachnachrichten verschicken, man kann live zuschauen, wenn jemand anderes zockt. Und klar hat man den Nachteil, dass man fürs Online-Zocken zahlen muss, aber das juckt mich nicht. Ich verdiene fast 2000 netto. Was jucken mich die 7 Euro in 3 Monaten? Juckt mich nicht. Selbst wenn es 70 Euro kosten würde, würde es mich nicht jucken. Selbst bei 700 Euro im Monat würde ich fürs Online-Zocken bezahlen. Ja, ihr habt richtig gehört, 700 Euro. Kein Problem, zahle ich alles. Man lebt nur einmal im Leben und dafür lohnt sich auch, das auszugeben. Ja, PS4. PS3. Schlechter Vergleich. Die PS3 ist viel älter, die PS4 ist viel neuer, in der PS4 stecken viel mehr Wunder der Technik drin als in der PS3. Wobei die PS3 habe ich auch schon mal übrigens ausgeschlachtet eine. Ich wollte mal wissen, was ist drin. Auch schon fett ist. Schlachtet einfach mal eine Konsole aus, dann werdet ihr sehen. Ihr seht viele Platinen und viele Chips und viele Speicherdingsbums. Also, es ist richtig cool. Richtig cool. Aber die PS4 ist halt einfach Bombe. Fett. Und natürlich gibt es viele Leute, die sagen, die PS4 ist scheiße, die PS4 kann nichts. Natürlich, wenn ich 3 Jahre alt bin, noch im Kindergarten bin und 3 Euro im Monat Taschengeld bekomme, dann ist die PS4 natürlich scheiße. Ist ja klar, wenn man keine Kohle hat zum Zocken oder keine Kohle hat für die PS4 oder für Spiele, natürlich muss ich dann auf die billigere PS3 ausweichen und natürlich die PS3 loben. Aber die PS3 ist out, Leute. Die PS3 ist dead, bitches. Kein YouTuber nimmt mehr mit der PS3 auf. Oder nicht mehr nicht mehr viele, aber die meisten YouTuber nehmen doch nur noch mit PS4 auf oder mit Xbox Schrottbox. So sieht's doch inzwischen aus. So. Wir killen noch ein paar Leute. So sieht's auf jeden Fall aus. Jetzt könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von der PS4 oder was haltet ihr von der PS3? Aber für mich ist die PS3 out. Die PS3 ist bitches fucking dead. Die PS3 ist hinüber. Das kannst du vergessen. Die Konsole kannst du wegschmeißen, ehrlich. Ehrlich, für die PS3 würde ich nicht mal 10 Euro bezahlen. Würde mir jemand eine PS3 anbieten? Ich würde zu dem knallhart sagen, pass auf. Junge, ich will die PS3 nicht, du musst mir eher Geld geben, dass ich die PS3 nehme. Ehrlich, eine gebrauchte PS3 gibt es doch überall schon für 30 Euro. Verlangt doch keiner mehr was.
Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Gamescom auf der PS4. Ciao!